So, Leute, willkommen zurück zu Pandoras Tower. Oh yeah, am letzten Part haben wir diesen neuen Turm hier betreten, der offensichtlich auf dem Element Metall basiert. Und wir haben diese neue Waffe hier bekommen, die Sense. Sehr, sehr nice. Jetzt guckt euch das mal an. Und wir haben diesen Raum hier betreten, der offensichtlich keine Musik hat. Was irgendwie vielleicht minimal beunruhigend ist. Ja, vielleicht ein bisschen. Boah, wat? Achso, da ist eine Schlucht. Gut, dass ich das gesehen habe. Deswegen gekonnt einfach rüber gehopst bin. Einfach so, Leute. Könnt ihr das glauben? So, da könnte ich wahrscheinlich doch auch hoch, ne? Was ist das? Gehen wir erstmal hier rein. Ja, es geht doch auf. Und das scheint mir. Ah, jetzt haben wir auch wieder Musik. Okay. Alles klar schon. Alles klar schon. Was hast du hier? Kann ich da einfach gegenboxen? Ja. Im Zweifelfall, wenn man nicht weiß, was man tut, einfach mal gegenkloppen. Sehr schön. Guck mal, jetzt haben wir da nämlich die Barriere gelöst und können damit rüber. Und damit kommen wir offensichtlich auch zur ersten Kette. Jawohl. Schön, Leute. Sehr, sehr schön. Machen wir das auch gleich mal. Komme ich hier direkt zu einem anderen Gang? Scheinbar schon. Aber ich würde trotzdem noch gerne mal probieren, was passiert, wenn ich da hinten an der einen Stelle einfach hochkletter. Das kann ja sein. Und dann haben wir die erste von drei Ketten schon mal gelöst, bevor wir einmal zurück zu Helena müssen. Läuft. Genauso möchte man das haben. So ein cooles Spiel, Leute. Sehr, sehr schön. Schade, dass das hier nicht auch mal einen Nachfolger bekommen hat. Bam, bam, bam. So, Ketten übrig. 2. Großartig. Ich frage mich gerade, wie viele Ketten die späteren Türme haben werden. Vielleicht 5 oder 6 oder 10? Wer weiß. Aaron. Still no sign of him. Oh. What am I playing at? Pull yourself together. Sehr schön, Helena. Sehr schön. So, da muss ich wahrscheinlich. Genau, das ist da oben. Oh, warte, das ist was. Guck mal. Da glänzt doch was oben. Zack. Einfach mal nehmen müssen. Öl. Sehr schön. Und ich denke aber mal, dass wir in den nächsten Dungeons, Türmen, wie auch immer, erstmal nur. Oh, da ist auch noch was. Abgrundbarren. Aha. Was ist das denn? Was ist denn ein Abgrundbarren? Gleich mal überprüfen. Seltsam gefärbt. Seltsam gefärbt, aber praktisch. Na gut, okay. Ich denke mal, bei den nächsten Dungeons, so wollte ich gerade sagen, die nächsten Türme, wie auch immer, werden erstmal 3 Gänge beinhalten. Wie komme ich jetzt zurück? Darüber. So, plopp. 3 Ketten, die wir sprengen müssen. So, jetzt muss ich natürlich irgendwie wieder zurückkommen. Ich mache das einfach hier rüber. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt noch verstellen könnte, muss ich ehrlich sagen. Plopp, hier komme ich ja auch zurück. Und die Frage ist nur, komme ich irgendwie nach da hinten? Ja, warte, wenn ich hier das wieder zurück mache, dann sollte ich eigentlich hier hinkommen. So, wahrscheinlich kann ich hiermit einfach die Dinger umkehren, ne? Dass sie in die andere Richtung gehen, damit ich wieder zurück kann. Also, oh, Moment. Ah, nee, ich kann sie nur anhalten. Ah, okay. Na, okay, dann schauen wir doch mal. Oh, hau. Hi, Kumpel. Na, was geht? Die kennen wir ja schon. Die Kollegen. Die haben uns beim letzten Mal. Oh, guck mal, das ist sogar einer von denen jetzt. Ich muss aber dann erstmal den Helm wegziehen. Ups. Flop. Einmal so. Und einmal so. Sehr schön. Und dann kann ich hier auch wieder. Kann ich damit auch arbeiten. Ich möchte gerne den Kopf anvisieren. Habe ich natürlich genau die Hand. Alter, der eine zieht mich hin und der andere schlägt drauf. Ist klar. Alter, die Reichweite. Oh mein Gott. Diese Gegner, Leute. Nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Na komm, dreh dich zu mir. So. Wollen wir kräftig dran ziehen. Der mag das gar nicht. Na. Aber ist mir egal, ob der das mag. Alter Schwede, ich hasse die. Die helfen sich viel zu sehr. So, pass mal auf. So, und du kettest das jetzt mal sehr schön. Bam, so schön beiden Schaden machen, genau. Jetzt macht er das wieder. So, der hört aber bestimmt gleich mit auf. Jetzt so genau zu sein. Damit ich die schön wieder aneinander ketten kann. So viel dazu. Der hat mir die Kette aus der Hand gerissen, der Typ. Der hat mir für die Kette aus der Hand gerissen. Ich hasse das, wenn er das tut. Aber die Hand kann ich. Ne, da komme ich gar nicht dran. Da komme ich leider gar nicht dran, wenn er das macht. So, jetzt aber.
Und da hinten nochmal dran. So schön wie aneinander ketten. Um beiden Schaden zuzufügen. Wunderbar. Und jetzt liegen sie erstmal flach. Kann ich direkt nochmal draufhauen. Oh, aber leider nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. So, der Kollege da hinten schwingt wieder seine Kette. Aber es ist schön, wie viel ich mittlerweile aushalte. Einfach, weil ich die ganzen Verteidigungsruntersachen abgelegt habe. Ja, so viel dazu. Ah, und nicht so stürmisch. Boah, bei dem verliere ich immer echt viel Energie. Au, er hat mich voll beim Heilen verprügelt. Die halten aber auch viel aus, die Kollegen. So, oh, direkt kaputt gemacht. So, nochmal hier draufhauen. Ja, er macht schon wieder das. Das Einzige, was ich bei dem Spiel nicht so mag, ist, dass ich zum Beispiel jetzt die Kamera sich nicht drehen kann. Also ich muss sie quasi hier unten bekämpfen, weil wir sonst nicht drankommen. Also weil wir sonst nicht im Blickfeld haben. Oh, der zieht sich die Kette immer sofort wieder ab. Arsch. Das ist mir jetzt egal. Ich kette den einfach irgendwie so. Nee, ich kann ihn gar nicht ketten. So, jetzt. Bam. Beide wieder erwischt. Stirb. Am besten beide direkt. So. Normal, zack. Die Sense ist ja zum Glück so groß, dass ich beide erwischen kann. Sehr schön. Okay, da kann ich irgendwie den Körper nicht anvisieren, aber ich krieg trotzdem Bestienfleisch. Sehr schön. Ich habe eh schon warmes Fleisch. Sobald ich wieder zurück... Nochmal warmes Fleisch. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir da ja von Muff da auch ein paar schöne Sachen. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt überhaupt nötig war, die zu besiegen, aber es ist eigentlich gar nicht schlecht. Weil das bringt ja auch Erfahrungspunkte. Wenn wir schnell sind, kriegen wir vielleicht sogar noch eine Kette gesprengt. Aber ich muss jetzt mir merken, dass es da einen Gang gab, in dem ich noch nicht lang gegangen bin. Einen Gang, in dem ich noch nicht gewesen bin, wenn ich da überhaupt hoch hätte gehen können. Das hätte ich vielleicht mal vorher überprüfen sollen. Aber jetzt eh schon zu spät, jetzt bin ich schon zu weit. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch über diesen gleichen Fahrstuhl zurückkomme, weil der geht ja nur in die eine Richtung. Je nachdem, wie weit die Kette reicht, logischerweise. Je nachdem, wie weit die Kette reicht. So, was haben wir hier jetzt? Wieder zwei Gänge, die gehen beide auf. Also die geht auf jeden Fall auf. Holy, das scheint die Hauptkammer zu sein. Ja, definitiv. Das heißt, mit anderen Worten, da werden wir jetzt mal schön umkehren. Und gucken, ob die andere Tür aufgeht. Denn das war ja auch in dem letzten Dungeon da. Ich sag mal Dungeon, ne? Eigentlich ist es ja Dungeon. Kann man nur mit Hilfe eines Mechanismus öffnen. Okay, das heißt, die kriegen wir später auf. Im letzten Turm war es ja auch so, dass das meistens der gefährliche Jetzt-Geht's-Rundraum war. So können wir ihn mal nennen. Da oben ist eine Tür. Werden wir gleich mal hineingehen. Kann ich hoch? Über die Leiter kann ich da garantiert hoch. Aber das wollen wir jetzt noch nicht machen. Wir wollen erstmal gucken, ob die andere Tür da aufgeht. Upsala. Und ein bisschen Zeug einsammeln. Bäm, wenn wir schon mal hier sind, nicht wahr? Das ganze Zeug einfach so rumliegt. So. So, da liegen weitere Kisten. Ich glaube, das ist aber auch so eine Mechanismustür, kann das sein? Ja, nur mit einem Mechanismus geöffnet werden. Mit anderen Worten, wir können das jetzt noch nicht. Aber ich komme da oben an die Kiste dran. Das war auch schon mal was. Ja, das war auch schon mal was, Leute. Badam. Unlesbare alte Notiz. Sehr schön. Die findet man doch immer gerne. So. Doch wo geht es hier nun weiter? Da zum Beispiel. Die Leiter habe ich ja eben schon gesehen. Ah, da können wir auch in einen ganz anderen Raum jetzt rein. Scheinbar. Ist die Kamerasicht so verwirrend. Fast so, als würde es hier irgendwas Interessantes geben noch. Aber da ist so eine Quelle. Und hier können wir den Mechanismus aktivieren. Oder irgendeinen Mechanismus, scheinbar. Ah ja. Können wir damit... Oh, wow. Hoho. Jetzt frage ich mich natürlich, ob alle diese Türen geöffnet sind oder nur diese eine. Na, zur Not haben wir jetzt zwei Gänge, die wir noch lang gehen müssen. Denn jetzt gehe ich natürlich erstmal hier weiter. Und schau, ob wir da irgendwo hinkommen. Außer da zu der Quelle. Na, guck mal, da ist die Tür. Die jetzt mit dem Mechanismus funktioniert. Wobei, vielleicht fühlst du mich sogar einmal im Kreis. Kann sein, weil wir jetzt nach unten gegangen sind. Dass ich dann jetzt quasi... Hoppala. Ich würde ehrlich gesagt ein bisschen hoffen. Das heißt nämlich, wir haben nur noch Eingang offen. Ja, genau. Das ist die Tür, die dahin führt. Schön. Dann können wir jetzt die andere Tür betreten. Da hinten nämlich, um es mal so ganz genau zu sagen, während da dieser Pflock sich immer wieder aus der Wand ragen lässt. So, was mit euch hier? Was ist mit euch hier?
Zack, sterben einfach mit 3 Hieben. Das ist sehr gut. Oder vielleicht mit einem Schlag sogar. Nee, aber mit 2, wenn ich einen auflade. Oh, da ist noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen gerade. Hab ich gar nicht gesehen. Fluff. Und noch ein bisschen Layout aus dem Körper ziehen. Nach wie vor frage ich mich, wie das da reinkommt, aber nehmen wir das mal nicht so genau. Da oben führt es eine Kette lang. Das heißt, vielleicht sollten wir erstmal da lang gehen, Fragezeichen. Vielleicht gar nicht schlecht. Guck mal, was macht das hier? Zack. Ich setze es einfach mal in Gang. Kann ja nicht so verkehrt sein. So, da hinten sehe ich die Kette. Jawohl. Jetzt muss ich noch irgendwie auf meine Mitfahrgelegenheit warten. Oh, was ist das denn da? Warum wird das... Das wird angeleuchtet. Das ist sehr verwirrend. Warum wird das angeleuchtet? Achso, weil ich das kaputt machen kann. Schnieke. Ah, damit aktiviere ich diesen Mechanismus, auf dem ich gerade draufstehe. Puh. So, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas Krasses ausgelöst. Ja, ich lasse das mal lieber aktiviert. Ich lasse das mal lieber aktiviert und ich muss noch weiter nach oben noch scheinbar. So, dann noch so ein Abgrund. Ding, komme ich jetzt überhaupt wieder irgendwie weiter nach oben? Ich weiß nicht, wofür das jetzt gut war. Das bringt mich jetzt nur wieder runter hier. Alles okay. Ach so, jetzt habe ich mir quasi da den Weg geebnet und kann hier durch. Theoretisch. Jo. Aha, und da komme ich auch zur nächsten Kette. Geil. Plopp, und nochmal ziehen. Schön, 2 Ketten in einem Durchlauf, Leute. So mag man das. Und das bevor wir... Ach, guck mal, wir können rein theoretisch sogar noch... Wir gehen noch ein bisschen weiter, denke ich mal, bevor wir den Rückzug antreten. So, sehr schön. Kette Nummer 2 möchte gesprengt werden. Kette Nummer 2, bitte. Bam, bam. Ketten übrig, 1. Ich mag's, wenn es läuft, Leute. Ich glaube, ich komme da einfach durch. War vielleicht ein bisschen risky. Einfach schon, oder... Mit dem Glockenschlag einer Uhr. Guck mal, da hinten können wir scheinbar gar nichts machen. Deswegen gehe ich da erstmal hin. Bam, bam, bam. So. Also da hinten ist keine Tür. Das meinte ich damit. Aua. Da hat er mich einfach angesprungen. So. Sehr schön. Weg vom Fenster. Haben wir da noch Kupfermünzen. Und da oben können wir wieder was sprengen, ne? Oh, what? Das war nicht meine Absicht. So. Einfach mal machen. Also oben kann ich im Zweifelsfall dran. Also warte, halt. So, komme ich da rüber so? Ja, cool. Jetzt kann ich das hier drehen. Zack. Und da. Ah. Okay, das kam etwas überraschend. Damit komme ich aber scheinbar nur zurück, Fragezeichen. Ne, guck mal, da komme ich hoch. Da komme ich hoch. Und dann komme ich jetzt wahrscheinlich über das Ding. Ja, wo komme ich jetzt über das Ding hin? Ah, da oben. Guck mal, da. Da ist noch sowas. Da muss ich höchstwahrscheinlich hin. Ich könnte einfach so machen, ne? So. Höchst interessant. Ich frage mich trotzdem, warum ich diese Mechanismen aktivieren soll. Rein theoretisch könnte ich auch immer so machen, einfach. Und offensichtlich würde es funktionieren. Naja, keine Ahnung, wo wir hinkommen werden. Sehen wir gleich. Und kann bestimmt auch so die Schaden hier, die Dinger, ein bisschen freizuschaufeln. Kurz waren ja. Jetzt bin ich aber in der Sackgasse. Na, jetzt komme ich hier leider nicht mehr weiter. War das nur für diesen Abgrundbarren da gerade? Das kann ich mir schon kaum vorstellen, aber... Scheinbar schon. Ich gehe mal wieder runter. Wow. Gott sei Dank hatte ich mich einfach abrollen lassen und entgehe so jeglichem Schaden. Wäre das doch nur wirklich auch so einfach. Jetzt mal gerade zum 13. Stock. Oh ja, ich nehme mal Abkürzung nach unten. Springt einfach und rollt sich ab. Und nichts passiert. So, dann gehen wir mal zurück zu Helena. Am besten zu Fuß. Und mal schauen, dass wir hier möglichst bald wieder hinkommen. Aber das lief doch jetzt schon mal... Ziemlich gut.
Am besten ohne den Splitter zu verwenden, wie gesagt. Denn den brauchen wir ja gegebenenfalls noch. Es gibt bestimmt irgendwie einen schnelleren Weg nach unten, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, beim nächsten Part werden wir dann die letzte Kette sprengen, Fragezeichen. Ich gehe dann auch mal den Gang entlang, den ich vorher noch gesehen habe mit der kaputten Leiter. Die könnte ich ja bestimmt in der Kette einfach hoch. Ich lass mich mal hier fallen. Oh. Huch, wo bin ich jetzt gelandet? Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwo ganz besonderen Orten. Da sind viele, aber ich habe eine krasse Sense, die einfach Ultraschaden macht. Und eine große Reichweite hat. Das kommt noch dazu. Immer wenn ich so aneinander ketten will, kette ich aus Versehen mal nur einen zusammen. Jetzt kann ich eh nicht, ist es eh nicht so schlimm, wenn ich jetzt Schaden nehme. Weil ich jetzt sowieso gleich erstmal schlafen gehen werde. Ich muss ein bisschen beeilen hier. Trotzdem. Also schon fast wieder. Also der Fluch ist schon wieder sehr gut gefüllt, so sage ich mal. So. Aber das halt die Kisten kaputt zu machen. Das ist trotzdem noch. Ah, guck mal, da haben wir sogar noch was gefunden. Sehr schön. Eheren, Ausweitung. Es ist 2 Wochen her, seit Athos, Kerata und Tena den anderen Königreichen Imperia den Krieg erklärt haben. Die Offiziere sind sichtlich verunsichert und haben versucht, die Waffenproduktion anzukurbeln. Doch der Ausstoß der Türme ist in Wahrheit eher gesunken. Der Grund dafür sind die Bestien, die wir als Meister bezeichnen. Seit ihrer Erschaffung tauchen immer öfter plötzlich Metallbrocken auf und Maschinen fallen aus. Da so viele Arbeiter zur Behebung dieser Probleme benötigt werden, gibt es nur noch wenige Leute, die zur Waffenherstellung eingesetzt werden können. Der Krieg weitet sich indes stetig aus. Wir müssen an unsere Kameraden auf dem Schlachtfeld decken und alles für sie geben. Okay, und ich muss erstmal an Helena denken, die zu Hause hockt. Bitte sag mir, dass es einfach aufgeht. Oh ja, schnell raus hier. So, wo ist der Ausgang? Ganz unten. In den Raum, da werde ich nochmal reingehen, denke ich, um mich ein bisschen umzusehen. Ich weiß ja nicht. Haha, hast du noch eine Kette, was? Metallgott. So. Das war schon mal mega krass erfolgreich. Sehr zufrieden mit unserer Leistung. Aber trotzdem sollten wir uns beeilen. Okay, jetzt haben wir es aber geschafft. Müsste eigentlich noch. Also ich glaube, es war schon mal knapper mit der Anzeige. Und sie war trotzdem noch unverwandelt. Und nach wie vor frage ich mich da drauf. Dann steht sie, guck mal. Schön. Da singt sie erstmal. Das ist ein gutes Zeichen. Ah ja, sehr schön. Danke. Erstmal ein bisschen plaudern. Oder erstmal Übersetzung so. Ja, genau. Danke. Ever since I was a little girl. I don't know why, but all my worries seem to ease away when I'm singing. What kind of songs do you like, Aaron? I can try singing one for you if you like. Yes, Aaron? Ich würde gerne. Ich will von Rammstein hören. So, Geschenk geben. Warmes Fleisch. Erstmal schön wieder die Leiste nach oben treiben. Wunderbar. Also jetzt bitte. Wahrscheinlich, weil sie einfach zu faul war, noch eine extra Cutscene für draußen zu machen. Ja, ich bin mir mittlerweile zu 100% sicher, dass sie das genießt. Warum? Wieso? Weshalb? Ich verstehe es nicht. Oh, da liegt ziemlich viel Zeug rum. Vom Dach. Eine herrliche Aussicht, ob ich Aaron sehen kann. Das ist das Nest eines Vogels. Er schläft dort nachts. Ich will ihn nicht verscheuchen. Er schläft dort nachts. Okay, das war wahrscheinlich wieder mal ein Hint. Für uns.
Ein unlesbarer alter Text. Wir gehen nochmal ganz kurz hier durch die Räumlichkeiten und gucken, ob da noch andere Sachen rumliegen. Oben lag bisher, glaube ich, noch nie etwas rum. Und im nächsten Part werden wir uns das dann ganz in Seelenruhe erstmal wieder in den Observatorium widmen und dann wieder zurück in den Turm gehen. So einfach ist das. Nee, ist wie immer nichts. Wie immer. Ich frage mich gerade, ob Helena mir überhaupt noch Küchlein macht, wenn ich ihr Beeren gebe. Irgendwie habe ich schon, glaube ich, eine ganze Weile nichts mehr bekommen. Habe ich so das Gefühl. So, du gibst mir erstmal die Beere. So, habt ihr hier noch irgendwas für mich versteckt? Im Keller? Offensichtlich nicht. Na gut. Aber egal, eine unlesbare Item, die haben wir gefunden. So Leute, dann würde ich sagen, das war aber erst einmal Pandoras Tower für heute. Im nächsten Part machen wir dann hier weiter und sprengen vermutlich die letzte Kette des fünften Turms und reden noch ein bisschen mit den Personen hier vor Ort. Bis dahin Leute, ciao.